So, liebe Modellbahnfreunde, jetzt stellen wir Ihnen die Firma Lilliput-Bachmann vor mit den Neuheiten für dieses Jahr 2017. Und Manfred Böbel wird so freundlich sein, uns die Neuheiten zu erläutern und zu erklären. Hallo. Hallo, Herr Buttich, gerne. Erstmal herzlich willkommen am Stand, Sie und Ihr Team. Ich denke, wir fangen einfach mal mit H0 an. Da möchten wir zuerst mal herausheben die BR-42 und BR-52 Dampflokomotiven, Kriegslokomotive, die es schon mal im Programm gab von Lilliput. Wir haben die aber technisch überarbeitet, weil wir wissen, es gab früher ein bisschen Probleme. Das heißt, die hatten komplett neuen Antrieb bekommen, die hatten komplett neue Stromaufnahme bekommen. Und was halt heute so üblich ist, LED-Beleuchtung ist drin. Die haben auch alle das Flackern der Feuerbüchse. Ich glaube, jetzt habe ich alle Features aufgelistet, die neu sind. Die hat entsprechend auch hinten einen Aufnahmeschacht, jetzt normgerecht, was vorher nicht der Fall war. Und ich glaube, dass die Lokomotive jetzt in einem Stadium ist, wo man sagen kann, jawohl, das passt. Wir können auch schon ein erstes Modell zeigen, also aus ersten Formteilen. Das sehen wir gleich. Und ich denke, das war ein wichtiges Feature. Ich denke auch, und die wird auch sicherlich, auch weil sie neu kommt, wieder viele, viele Freunde finden, denke ich mir. Die nächste Neuheit ist die DE 2500 in UMAN-Ausführung. Ja, die wollten wir besonders herausgestellt haben, weil diese Lokomotive gibt es ja schon in zwei anderen Ausführungen, die dieses Jahr ausgeliefert werden. Und die UMAN-Lackierung ist eine sehr, sehr schöne Lackierung, wie ich finde. Silberblau, noch mit verschiedenen Blauverläufen drin. Und die Originallackierung war sehr, sehr schwer umzusetzen im Modell, weil diese Verläufe der einzelnen Linien müssen vorne um die Ecke rum, von der Front zur Seite und umgekehrt. Und da den Anschluss zu finden, ist sehr schwer. Also ist eine echte Herausforderung lackierungstechnisch, und das haben die sehr gut gelöst, finde ich. Also ich denke schon, dass das Bachmann schaffen wird, diese Herausforderung auch zu meistern. Dann gibt es so einen kleinen Klassiker, die BR-614 in Ocean Blue, Blau, Elfenbein, Mint-Türkis, Lichtgrau. Super Worte sind das für einen Moderator, aber okay. Ja. Aber auch die Modelle gibt. Ja, die Baureihe 614 ist ja ein Triebzug, der länger schon fällig war, in einer modernen Ausführung, in einer aktuellen Ausführung zu machen. Der erste ist schon ausverkauft. Und jetzt haben wir natürlich auch die anderen Varianten gemacht in den verschiedenen Ausführungen. Die sind ja in zwei verschiedenen Teilen Deutschlands gefahren. Und wir haben es so ausgewählt, dass die Zugzielanzeigen auch so sein werden, dass irgendwo jeder sein Fahrzeug bekommt. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Dann ein sehr interessantes Fahrzeug, Akkuturmtriebwagen. Noch solche Zungenbrecher zum frühen Morgen. Also nochmal, Akkuturmtriebwagen ist ebenfalls im Angebot bzw. auch als Handmuster hier schon zu sehen. Ja, das ist ein Muster aus ersten Formteilen. Da sehen wir ihn schon stehen. Da warten die Fans schon sehr, sehr lange drauf, weil es ein doch sehr spezielles Modell ist. Und wir haben es schon lange im Katalog. Es ging immer irgendwie mal hin und her und her und hin, ob wir es denn nun tatsächlich machen. Aber nun machen wir es, nun sind die ersten Teile da und dieses Jahr kommt. Da werden sich sicherlich schon sehr, sehr viele drauf freuen und auch warten. Die nächste Neuheit ist etwas sehr komisch anmutendes, aussehendes Fahrzeug, aber das gab es tatsächlich, den ÖBB Motorbahnwagen. Ja, man muss sagen, das gab es nicht tatsächlich, sondern das gibt es noch in sehr vielen Varianten. Das fährt überall in Österreich rum. Alle sehen das Ding auf kleinen Rangierbahnen. Und das Interessante ist eben auch, dass wir dieses Fahrzeug nicht nur in H0 haben, sondern eben auch in H0E, weil auch in Schmalspur gibt es dieses Fahrzeug. Und da haben wir drei neue Varianten gemacht. Unter anderem eine, die es in ähnlicher Form schon mal gab, aber jetzt mit anderer Betriebsnummer und ein bisschen anderer Optik. Der hat nämlich Blinklichter auf dem Dach, die also wie in echt eben da auch vor sich hin blinken. Und ich finde, das ist sehr schön, weil da tut sich einfach was dann, wenn der Spielbahner das einsetzt. Und jetzt hat er eben auch noch einen zweiten dazu, sodass man da auch mit zwei verschiedenen Fahrzeugen rangieren kann. Haben wir ja ganz toll die Kurve gekriegt zu H0E, muss ich sagen. Richtig. Dankeschön für diesen Reinschwenker. In H0E gibt es natürlich auch eine ganz außergewöhnliche Lok, die Zillertalbahn-Lok mit Aachensee-Schifffahrt-Werbung. Ja, dazu muss man sagen, diese D15 ist eine von drei Loks, die bei der Zillertalbahn fahren. Und die D15 ist eine, die immer wieder mit Werbung beklebt wird. Und jetzt ganz aktuell.